So, Leute, da sind wir beim nächsten Muster. Wir haben Return to Ravnica. Also nicht Return to Ravnica, sondern das Original Return to Ravnica von, jetzt muss ich nachgucken, 2012. Da hat Modern gestartet, glaube ich, wenn meine Infos nicht falsch sind. Oh, oh, diese Karten. Damals. Ach, schön. So, wir haben Swift Justice. Ein Mana als Instant kriegt eine Kreatur +1/+0, Erstschlag bis zum Ende des Zuges und Lifelink. Super cool. Damals, wir waren alle gehypt, wieder auf Ravnica zurückzukommen. Das war das erste Mal, dass wir zurück nach Ravnica gegangen sind. Das zweite Mal kam dann erst. Und hier hatten wir noch eine Celestia-Karte. 8 Mana, man kriegt ein 4-4 Reno und danach populated man. Also man kann eine beliebige Anzahl an Tokens, von denen man einen Token hat, verdoppeln. Also nicht verdoppeln, sondern noch einen reinbringen. Aber halt, ja, das waren im Endeffekt 8 Mana, 2 Renos plus mehr. Cancel, oh Gott. 3 Mana, Counter-Target-Spell, instant. Geil. Grizzly Salvage. Ein grünes, ein schwarzes, man guckt sich die obersten 5 Karten von einem Deck an. Nimmt eine Kreatur oder Länderkarte davon, nimmt die auf die Hand und den Rest legt man unters Deck. Nee, in den Friedhof. In den Friedhof, nachher. Golgari, natürlich in den Friedhof. Keening Operation. 2 Mana, 2/2, man kann die opfern, um Verzauberung zu zerstören. Okay, kann ich gar nicht. Ogre Jailbreaker. Der ist einfach durch die Tür gegangen. 4 Mana, 4/4 Defender. Und der kann angreifen, als ob der keinen Defender hätte, wenn man einen Gate kontrolliert. Endlich hatten die Gates einen Sinn. Hesperia Skywatch. 6 Mana, 3/3. Wenn er ins Spielfeld kommt, detaint man eine Kreatur. Diese Kreatur kann weder angreifen, noch blocken, noch aktivierte Fähigkeiten benutzen, bis zum Ende des Zuges. Bubbleback Rhino. 5 Mana, 3/4, Hexproof. Okay. Okay, I guess. Azorius Arrester. Hier unten schön mit dem Goblin. Oh, ich liebe einfach die... Ach, Ravnica ist toll. 2/2/1. Wenn er ins Spielfeld kommt, detaint man eine Kreatur, die den Gegner kontrolliert. Heroes Reunion. 2 Mana kriegt 7 Leben. Schon eine Ankam. Krass. Fühlt sich gar nicht so an. Zinekiv Locus. 6 Mana, 3/3 fliegend mit Scavenge. Die kann man für 4 Mana aus dem Friedhof exilen, um 3+1/+1 Marken auf eine Kreatur zu legen. Kann man nur eine Sorcery benutzen. Slime Molding. Ein grünes und X. Man bringt ein XX Schleim ins Spiel. Okay. Und unser Rest. Underworld Connection. Das war damals eine richtig teure Karte. Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Damals war sie richtig teuer. 2 schwarze, ein farbloses, man verzaubert ein Land. Das verzauberte Land hat Tappen, man bezahlt Leben, zieht eine Karte. Die war damals zu teuer, weil Theros war Monoblack Devotion ein Ding. Ich glaube, wir haben eine Foil. Oh mein Gott! Alter, also hier haben wir noch so Quatschzeug und dann haben wir einen Wendelblast in Foil. Geil! Geil, schön mit dem Izzet-Symbol oben drauf. Ich mag die Foils. Weil ihr seht das vielleicht, dass das Foil ist halt richtig, richtig reingestunt. Ich mag die Foils. Ja, man zerstört eine Artefakt, das man nicht kontrolliert und für 5 Mana Overlord. Geile Commander-Karte. Heilige. Leicht off-center. Egal, egal. Ich freue mich. Ich freue mich. Ui. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.